Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zoo 2 Animal Park. Ja, wir sind zwischenzeitlich aufgestiegen im Level. Wir sind Level 7 geworden. Und hier sind so ein paar nette Features nach dem Wiedereinloggen gewesen, die ich total lustig fand. Erzähle ich euch aber gleich. Um in der Story weiterzukommen mit Level 7, stand die gute, liebe Gräfin hier auf der Matte und hat uns darum gebeten, weil sie findet, dass ihr V ziemlich einsam ist, dass der V doch bitte einen weiblichen Begleiter kriegen soll. Die Aufgabe haben wir angenommen. Und ja, jetzt geht es hier erstmal in der Storyline weiter. Stell dir vor, ich habe tatsächlich eine Truhe auf dem Grundstück gefunden. Puh, das war eine Arbeit. Das nächste Mal holen wir uns dafür einen Schatzsucher. Komm, machen wir die Truhe auf. Oh, ha! Ich habe tatsächlich eine alte Kiste auf dem Grundstück ausgegraben. Okay. So, Schatzkisten öffnen, Belohnung. Ich gebe zu, mich hat das Goldfieber gepackt. Lass uns nach weiteren Schätzen suchen. Okay. Wie geht die Schatzsuche? Menü öffnen und auf die Truhe tippen. Nachdem du eine Truhe gekauft hast, kannst du sie öffnen. 4 Belohnungen aufdecken und abholen. Ja, das haben wir ja schon gemacht. So, ich möchte die hier aber, genau, diesmal muss ich nichts dafür bezahlen. Ich habe schon eine geöffnet, ne? Das ist natürlich bitter jetzt, dass sie nicht zählt. So, jetzt einfach wild drauf losklicken. Was kriegen wir denn? Ah, deine Freunde haben dir geholfen und du hast einen Freundespunkt erhalten. Okay. Belohnung abholen. So, hier haben wir ja schon was bekommen. Oder bin ich mal gespannt. Guck mal, nehme ich mal kurz bei unseren Freunden rein. Also ich habe 2 neue Freunde, die habe ich natürlich auch gleich besucht. Ja. Und nun hoffe ich ja mal, dass hier hinten auch noch mal ein paar was annehmen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, als ich wieder online gekommen bin. Moment, konnte ich hier auf den Müll klicken, ne? Müll klicken. Und ihr seht, da sind hier Apfelgriebsche drauf und die Apfelgriebsche heißen, es ist Müll vorhanden. Mein Gott, da ist gleich mal die Stimme weg. Und die liebe Ulrike ist hier eben beim Einloggen mit einem Apfelgriebsch rumgelaufen. Genau. So, zack. Müssen wir natürlich leeren und kriegen dafür Punkte. Und warum sollten wir das nicht nutzen, ne? Das sind immer mal so Sächelchen, da kann man zwischendurch auch mal gucken. Fand ich eigentlich ganz süß. So, wir haben bekommen etwas ins Inventar. Einen neuen Mülleimer. Eine Irgendwas-Hecke. Was ist das denn? Dahlien-Orange, okay. Was ist das? Spielgrube Grasland. Okay. Ich möchte die nicht verkaufen, ich möchte die gern setzen. So, welche haben denn hier noch keinen, achso, die 2 Baumstämme habe ich gekauft, ne? Das Geld war ja dann durch das Level Up da. Und ich möchte aber ganz gern erstmal hier weitermachen. So, das hier ist Grasland beim Panda, ne? Falsches Spielgerät. Wo ist ein Grasland? Wo ist Grasland? Hier auch nicht. Ah je. Platz belegt. Auch nicht richtig. Ach so, bei den Schweinen. Okay. Na denn. Wo will man das hinpacken? Ich würde sagen, so ein bisschen nach hinten. Drehen wir mal. Guck mal, das sieht doch so ganz schick aus, ne? Ruhig so ein bisschen mitten rein. Und da bin ich mal gespannt, was der macht. So. Dann haben wir diverse Aufgaben. Wir fangen jetzt erstmal an. Den V. Okay. 4000 Euro, da können wir jetzt bestimmt wieder Sachen nicht machen, die wir vorher schon machen sollten. Wir gucken mal in die alten Quests rein. Ich soll immer noch eine Truhe öffnen, also das verstehe ich natürlich jetzt nicht. Was ist das? Achso, 4 Nachbarn haben. Ich soll 10 Nachbarn haben, okay. Zäune, ja, das ist jetzt die Frage. Das schiebe ich mal noch nach hinten. 5000 Euro, alter Verwalter. Nee, also da ist mir der V erstmal wichtiger, dass der nicht allein sitzt. So. Jawohl. Guck mal, damit haben wir noch eine Aufgabe fertig. Haha, wir haben 10 Besucher. Toll.
Ich hoffe, der Griesgram hält sich an sein Versprechen und schenkt uns das Grundstück. Pah, das war nur Anfängerglück. Ah, da sind Sie ja, Herr Muffelmann. Ich finde den Namen richtig toll. Entschuldigung. Ja, und ich weiß auch, dass Sie scharf sind auf diesen Flecken Land, um den wir gewettet haben. Nehmen Sie das Grundstück. Aber helfen wird es Ihnen nicht. Sie werden trotzdem scheitern. Meine Güte, hat der schlechte Laune. Er ist wohl ein schlechter Verlierer. Aber was verscherzen sollten wir uns nicht mit ihm, wenn ihm hier alle Grundstücke gehören. Junge, ich kann nicht mehr reden, Leute. Ah, das war nur der Anfang. Sie werden klicklich scheitern mit dem Flohzirkus. Okay. Belohnung. Tada! Hallo? Achso, ich bin schon ganz rausgezoomt. Guck mal, ist doch schön. Dann kommen wir ja hinten. Achso, ich dachte, wir kriegen ja einmal so ringsrum. Okay, also wir können nur nach hier hinten weiter ausbauen. Dann müssen wir also clever bauen. Okay, so, weiter geht's. Du hast von einem Freund folgende Geschenke erhalten. Stall Grasland Teil 1. Okay, das ist ja toll. Kann ich meinen Freunden auch was schenken? Wieso ist denn hier dann 2? Ist hier irgendwas, was ich anklicken kann, was ich anklicken muss? Ich weiß es nicht. Nee, hier kann ich ja nur dadurch. Sammle Herzen. Okay. Keine Ahnung. So, dann werden wir uns mal hier weiter mit beschäftigen. Ich finde nämlich, hier hinten sieht es noch etwas mau in Sachen Müll aus. Ich möchte gerne, dass überall Müll rumsteht. Also Mülleimer steht, ne? So, und platzieren wir den. Bringt uns ja schließlich Leute, ne? Ah, wo soll ich denn hier einen Zaun hinstellen? Ach, ich weiß nicht. Muss man denn immer einen Zaun setzen? Das wäre eher sowas für gefährliche Tiere. Und die haben wir ja nun noch gar nicht. Naja, gut. Wenn die möchten, dass wir Zäune setzen, dann setzen wir hier erstmal Zäune, die hier optisch überhaupt nicht hinpassen. Finde ich ein bisschen schade. Hat hier nicht ein Mülleimer? Wo ist denn der Mülleimer hin? Habe ich den ins Inventar geschoben? Ach du liebes bisschen. Okay, guck mal, hier kann auch ein Zaun hin. Nee, du möchtest bitte mal hier hin. Und du kannst, ja, eigentlich daneben, weil dann können wir damit so ein bisschen hier diese flachen Gebiete abdecken, ne? So, können wir noch irgendwo einen Zaun setzen? Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir setzen hier unten mal einen Zaun hin. Wenn denn eher daneben, dass die hier nicht gleich so aufs Gras latschen, die Leute, ne? So, dann haben wir hier noch eine Dahlienhecke, die setzen wir auch gleich hier hin, damit das gleich alles ein bisschen gemütlicher wirkt, ne? Genau. Ja, was haben wir denn noch Schönes im Angebot? Hier sind wir schon wieder, 4 von 5, 10 von 12, ja, kurz davor, schön. Gehege. Oh, guck mal, ich kann hier, oh, das ist ja süß. Wo gehören denn die hin? Also ins Gras. Gras war doch das hier alles. Guck mal, möchtest du auch ein bisschen Deko haben? Ja, einmal durchrennen. Bitteschön. Und ich glaube, bei den Pferden passt das auch sehr schön hin, ne? So, wunderbar. Da können wir nicht mehr machen. Was ist das denn? Spielgerät Steppe. Oh, das ist ja cool. Und hier, ja. Trogwald. Also wir brauchen jetzt wieder mächtig viel Geld, weil wir müssen ja, ich mach das hier mal zu, mit den, also denen hier auch, dem Affen auch zum Beispiel Essen liefern, ne, im Wald. Ich meine, zur Not können wir den ja per Hand füttern, das ist jetzt nicht so schlimm, aber ja, ist doch ein bisschen mau hier, ne. So, was haben wir hier? Oh, ich könnte noch einen Eiswagen bauen. Ui! Holzbohlenweg, ne? Das ist ja auch schick. Und wir gucken mal, wie er aussehen würde. Ah, die sind tatsächlich immer so groß. Okay, das würde sich vielleicht anbieten, wenn man irgendwann so ein Themengebiet
mit Wald macht, dass man da zum Beispiel so einen Holzwurmbogen hinsetzt. Oh, noch eine Toilette. Wo können wir denn noch eine Toilette gebrauchen? Vielleicht. Naja. Ich glaube, wir lassen das mit der Toilette erstmal. Möchte ich hier ganz gern noch einen Mülleimer hinstellen? Vielleicht ein bisschen, dass wir besser rankommen, ne? So, und dann haben wir eigentlich erstmal da überall an den Knotenpunkten Mülleimer stehen. Und dann setzen wir hier noch einen hin. Und den machen wir da hin. Sehr schön. Ich meine, das ist jetzt zwar Geld, was wir eigentlich an anderer Stelle brauchen, aber naja. So ist das nun mal, ne? So, dann können wir hier upgraden. Möchtest du den Fall, oh Gott, und das Kassenlimit um 60 erhöhen? Ach so, okay. Das heißt, wir können dann dadurch mehr Einnahmen generieren. Weil Nacht, also in einer gewissen Zeit ist ja das Kassenlimit voll, ne? Ah, okay. So, wie viele Aufladungen haben wir denn hier? 3. Schön. So, unsere Pferdis haben jetzt auch ein bisschen Deko. Unser Panda hat Deko. Unsere 4 Nachbarn rennen hier rum. Ach, ist das schön. Gefällt mir. So, wir brauchen 700, ne? 700 für... Was wollte man jetzt bauen? Ach, Mann! Weiß nicht, irgendwas mit 700? Ah, hier, guck mal. Ne, 750. Irgendwas wollten wir doch jetzt bauen. Ist auch 750, okay. Na, die Wege lassen wir erstmal. Das muss ja echt nicht sein. So, Gehege. Können wir auch nichts weiter machen. Wofür brauchen wir denn jetzt 700 Euro oder Geld? Zweite Ziege könnten wir setzen, okay. Aber bei Gebäude war doch jetzt nichts, was ich haben wollte. Ich bin schon wieder echt vergesslich hier. Ist ja Wahnsinn. Ach nee. Ja, das ist immer der Anfang bei so einem Spielen. Man möchte alles haben. Ja, man möchte einfach schlicht und ergreifend alles haben. Aber ich glaube, wir hangeln uns jetzt wirklich erstmal hier durch die Quest rein. Denn ich denke, dadurch kriegen wir doch deutlich mehr Geld, ne? So, ich möchte aber so eine Truhe gar nicht öffnen. Was ist denn hier mit der Truhe? Beauftrage einen Schatzsucher. Okay. Ach, seht ihr? Nee, das wollte ich gar nicht klicken. Wir haben doch jetzt bei Gebäude. Wir sind doch Level 7. Da müssen wir doch... War das nicht bei... Löse die Aufgabe um das... Okay, welche Aufgabe denn? Deine Besucher würden sich mehr Geschäft... Wünschen sich mehr Geschäfte. Möchtest du ein Nein? Okay. Das heißt, wir müssen hier diese Kisten irgendwie... Aber wo soll ich die denn herkriegen? Also ich werde mir die jetzt nicht für teuer Geld kaufen. Nee. Och, Schildi, was machst denn du hier? Ja. So ein Schneckilein. Oh, er hat gespielt. Ja. Jetzt gucken wir mal zu. Was machen sie denn hier? Und hinein. Und hoppala. Ist das süß. Oh, genau. Einmal drin rumsuhlen. Ja. Du fühlst dich wohl, ne? Ist ja süß. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Klasse. Sehr, sehr klasse. So. Achso, wir können ja hier gar keinen Pfleger zuordnen. So, Wald. Ich will jetzt hier nochmal gucken. Gehege, Wald, 4000. Na gut, wir könnten hier Bäumchen noch stellen. Alles nicht so einfach, sage ich euch. Ach, Quatsch. Ah, guck mal, wir haben schon von ziemlich vielen einen Teil. Sehr häufig, selten. Okay, sehr selten, einzigartig. Na, die kriegst du bestimmt wieder nur durch Kaufen, wa? Ihre.
Ja, das ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt mit dem Geld? Einnahmen an sich sind, glaube ich, erstmal wichtiger als das zu upgraden, oder? Wenn wir vielleicht hier hinten lieber noch einen zweiten Eisstand hinsetzen? Wann gibt es denn hier den nächsten Stand mit Level 8 und der kostet 4000? Ach du Lieber. Nee, komm, ich möchte gerne einen zweiten Eisstand, damit sich unsere Leute hier wirklich wohlfühlen. Haben wir hier sowieso schon. Ja, baue 5 Geschäfte. Guck mal, und schon kriegen wir 2000 Taler. Sehr schön. Und das war 5000, ja. Was ist das? Picknickplatz. Das ist ja cool, ne? Das finde ich klasse. So, Kaktus haben wir neu. Neue Hecke können wir bauen. Oh, rote Lilien, oh, das ist ja auch schön. Ach, ich könnte schon wieder alles kaufen hier. Naja. Gut, dann werde ich mal zusehen, dass ich hier die 4000 Euro zusammenkriege, damit unser Affe hier auch ein bisschen Beschäftigung bekommt. Denn mehr haben wir hier gar nicht mehr zu tun. Was ist das hier eigentlich? Ist ja so ein super Sonderangebot. Ja, nee, brauche ich nicht, danke. Möchte ich auch nicht. So, das sind die Nachbarn, das ist diese ominöse Truhe. Hier ist das mit der Deko. Ach, das ist doof. Man müsste jetzt eigentlich warten bis zum nächsten Level ab. Wir können ja mal gucken hier noch. Nee, ist alles leer. Dann gibt es nämlich wieder Geld. Und dann können wir bestimmt das ein oder andere kaufen. Und das, oh, das werde ich auch tun. Kein Apfelgrippchen. Was habe ich denn für ordentliche Besucher hier? Klasse. Ja, also, wie gesagt, ich würde mich erstmal damit beschäftigen, das Geld hier voll zu kriegen. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr möchtet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Denn ich finde das eigentlich ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir macht es wirklich Spaß. Es ist nicht ganz so ein schnelles Spiel. Ja, es ist relativ entspannt und ruhig. Ja, also ich finde es klasse. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.